Bei Tower of Time. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen was über die Rassen erfahren. Ich persönlich fand die Frostriesen am interessantesten. Auch wenn ich die extreme Gefahr drin sehe, dass wenn sie diesen Stein verlieren, sie eigentlich ihr gesamtes Rassenbewusstsein verlieren, ihre Geschichte verlieren. Aber okay. Und die Menschen, die ich normalerweise immer bevorzuge in solchen Fantasy-Settings, fand ich etwas beunruhigend, dass die aufgrund eines Zaubers, eines Harmoniezaubers, mehr oder weniger zum ja, friedlich sein gezwungen wurden, zum harmonisch sein. Das finde ich ja sehr beunruhigend und strange, ehrlich gesagt, aber okay. Ja, da können wir es ja weiterziehen. Das Rätsel mit den Ohren hatten wir auch gelöst. Die Schmiede konnten wir nichts mit anfangen, vielleicht später irgendwann. Da ist schon mal noch eine größere Schriftrolle. Der Weg zur Meisterschaft ist lang und kurvenreich. Manchmal wird er auf inkorrekte Weise beschritten. Und das Abgewöhnen schlechter Angewohnheiten beansprucht zehnmal so viel Zeit wie das Erlernen. Für einen Nutzer der Magie kann diese desaströse Effekte haben. Okay. Okay, will ich die überhaupt benutzen? Also ich verliere zwei Meisterschaft. Das heißt, es würde meine Skills meinem Charakter richtig hart verkrüppeln. Dafür bekomme ich mehr Magiedurchdringung. Magiedurchdringung, wenn ich das nicht falsch verstehe, ich hoffe, ich verstehe es richtig, ist das Durchdringen von magischem Schutz, oder? Also wenn jemand einen magischen Schutz hat, dass es besser durchdringen kann? Oder ist das die Tatsache, dass Magie besser durch Schutz durchkommt? Also wenn ich nämlich jetzt, wenn dadurch nämlich nur Magie besser durch Schutz durchkommt, fände ich das extrem scheiße, weil ich würde niemals Grundschaden aufgeben, nur um besser durchkommen zu können. Wenn das aber bedeutet, dass generell Waffen durch einen magischen Schild besser durchkommen, dann ist es sinnvoll für jemanden, der sich nicht auf seine Skills verlässt, sondern eher auf seine normalen Angriffskraft. Wie zum Beispiel Kane oder Maeve bei mir. Weil beide eher normalen Schaden machen als durch ihre Skills. Werden Schriftrollen eigentlich in der Komplettierung einer Etage mit aufgezählt? Nein, ich glaube nicht. Ja? Ich würde die hier echt liegen lassen. Also ich bin nicht begeistert von dieser Schriftrolle. Vor allem, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie gesagt, ob magische Durchdringung. Kann ich das nicht irgendwo nachlesen? Magische Durchdringung, wo haben wir es denn? Da. Verringert Wert der Gegner Widerstand bei Berechnung von Schaden pro Treffer. Ja, das gleiche die Rüstung durchdringen, oder? Ja, das ist halt ungünstig. Die Beschreibung ist für mich nicht hundertprozentig eindeutig, leider. Also ich vermute halt, dass es halt auch Schaden ist mit physischen Angriffen, dass man sozusagen ja sich magisch auch für physischen Schaden schützen kann. Warte, wichtig, müsste ich mal gucken, wo Widerstand steht als Extrawert. Haben wir irgendwo Widerstand stehen? Ja, guck mal, hier steht nämlich Widerstand, ganz gezielt, nur einmal. Und das eigentlich nur bei den Elementarwiderständen. Also ist Magiedurchdringung vielleicht nichts anderes als Elementarschutz und diesen Elementarschutz überwinden zu können? Dann wäre das auf jeden Fall ziemlich schlecht für Kane, weil das braucht er eigentlich gar nicht, weil dann müsste ich erstmal Elementwaffen immer bei ihm ausrüsten. Und das habe ich nicht unbedingt. Bei ihr ist das was anderes, weil sie mit ihren Feuerpfeilen natürlich Magieschaden macht. Das Problem ist aber dabei wiederum, dass ich ihre Feuerpfeile viel mehr als eine AOE-Explosion ansehe und nicht also als Explosivpfeile sozusagen. Und mir das Feuer egal ist. Und ich möchte nicht, dass das Feuer an sich, also die Explosion, der Explosivschaden an sich schwächer wird. Nur um Feuerschaden besser durchdringen lassen zu können. Nee, ich würde die Schrift auch hier liegen lassen. Ich finde die gerade echt nicht attraktiv für mein Team. Es wurde ja auch gesagt, dass man nicht alle mitnehmen muss. Ne? Das ist immer so, manchmal auch zweischneidig ist. Und ich finde die echt nicht gut für mein Spielstil. So, wir haben hier noch, habe ich gerade gesehen, gar nicht mehr so viel. Wir haben die meisten Sachen gefunden bereits. Hier ist noch ein Gegner und eine Truhe. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ne, zwei Nebenquests noch, okay. Aber ein Kampf und eine Truhe. Bei den Nebenquests weiß ich nicht mal, was die damit meinen. Ob ich noch irgendwas übersehen habe? Ich überlege vielleicht, ob die Schlange noch irgendwas anderes zu tun hat. Ja, okay. Wenn das hier mit dieser Schmiede zu tun hat, mit der Nebenquest, dann kann ich die eh nicht machen, bevor ich da nicht alles für habe. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich da alles überhaupt hier in diesem Bereich kriegen kann. Gehen wir erstmal weiter. Machen so viel, wie wir können, bis der Ausgang kommt. Und ich glaube, dass wir sehr nah am Ausgang sind, ehrlich gesagt. Ich denke mal, ein Boss-Battle für diese Ebene steht an. Ein altes Buch. Notizen von Slav 6. Endlich ist der Zauber vollendet. Meine Erforschung der Portalmagie hat fremde, wundervolle Welten enthüllt. Ich hatte nie so viele erwartet, aber ich darf nichts überstürzen.
Nein. Eine falsche Welt könnte den Kontakt zu einer falschen Gesellschaft bedeuten. Eine, die sich mir widersetzt. Was ich brauche, ist eine primitive Welt, voller dümmlicher Rohlinge. Kreaturen, die leicht zu befehligen sind. Ich habe eine Welt voller wilder, grünhäutiger Kreaturen ausgewählt. Wesen, die sich in ständigen Kriegen mit einer menschenartigen Rasse befinden. Barbaren, die eine primitive Stammesmagie beherrschen, die ich bestenfalls als interessant bezeichne. Diese Bestien werden sich meiner Macht beugen und mir ihre unvergängliche Loyalität schwören. Ich zittere vor Vorfreude bei dem Gedanken, dass ich mit einer Armee hinter mir an die Oberfläche zurückkehren kann. Eine Armee, wie sie Atara nie zuvor gesehen hat. Bald werden sich alle vor Sleth verneigen. Eure Champions versammeln sich vor einer großen dunklen Verzerrung, die vor ihnen in der Luft spalt. Auch wenn sie in der Masse nichts erkennen können, gibt es doch keinen Zweifel. Sie stehen vor einer Brücke zwischen dieser Welt und einer anderen. Also die Orks, deswegen kennt doch keine Orks, die Orks kommen aus einer ganz anderen Welt. Was bei WoW nicht genauso, dass die Orks eigentlich aus einer anderen Welt kamen? Ich habe von WoW keine Ahnung, aber war das nicht so? Na egal. Das Prasseln grüner Energie aus der Umgebung des Portals erhellt die Gesichter der Gruppe. Maves Haare wehen über ihren Kopf, als würden sie von unsichtbaren Händen angehoben. Die Gruppe hat nicht damit gerechnet, nach so vielen Jahren noch ein aktives Portal zu finden. Sie stoppt und betrachtet es voller Staunen. Das Rätsel um die Anwesenheit der Orks ist endlich gelöst. Vielleicht lebt Steph ja doch noch. Vielleicht führt er diese Orks an. Was für eine fundamentale Ignoranz von Details. Habt ihr nicht die Daten auf seinem Tagebucheintrag gelesen? Wäre er noch heute am Leben, müsste er nicht mehr als 800 Jahre alt sein. Das stimmt. Aber die Kreaturen, die er hergebracht hat, die sind noch hier. Es könnte sein, dass die Zeit im Turm anders vergeht, als wir es kennen. Ihr Jungs steht da rum und argumentiert über irgendwelche Baupläne. Die Rettung von Atara steht vielleicht direkt vor uns. Wartet. Kennt eure stürmische Natur denn keine Grenzen? Eine ungeheure Menge magischer Energie betreibt dieses Portal. Toll. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Stopp! Bei Finrods endlosen Erbarmen, lasst mich ausreden, Frau. Ich wollte gerade sagen, es ist extrem mächtig, jedoch höchst instabil. Was jetzt? Kein geistreicher Kommentar? Der Versuch, hindurchzugehen, ist unklug. Der Energiestrom würde wahrscheinlich alle, die es versuchen, in Stücke reißen. Leider bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Verbindung Energie nur in eine Richtung transferiert. Ach, unsere erste Hoffnung. Kaum taucht sie auf, wird sie auch schon wieder zerstört. Ich war aber voll auf eurer Seite, Mädchen. Kann man das nicht irgendwie stabilisieren? Können eure großartigen elfischen Geister, euer großartiger elfischer Geist und eure magischen Fähigkeiten denn gar nichts tun, nobler Elf? Es könnte einen Weg geben, aber wenn dem so ist, überschreitet er meine Fähigkeiten. Mein Verständnis dieser Magie ist viel zu gering, um auch nur einen Versuch zu wagen. Ach, schade, aber es gibt noch etwas, das wir bedenken müssen. Dieses Portal wurde schon vor sehr langer Zeit geöffnet, nicht? Wieso sind dann die Orks immer noch hier? Ich meine nicht, wie alt sie sein müssen, sondern wieso sind sie nicht aus dem Turm an die Oberfläche gegangen? Oder auch, warum sind sie nicht weiter nach unten? Ja, weil das haben sie ja versucht, anscheinend. Deswegen haben sie ja die Blauswaffen gebaut. Rackhams sinniger Blick ist in die Vergangenheit überrascht die Gruppe. In dem folgenden Schweigen sehen sie ihn alle an. Ja, speichern. Ich weiß, dass jetzt das Portal rauskommt. Ich meine, das Portal funktioniert ja noch. Zwar nicht in die Richtung zurück, aber sie können immer noch hier durchkommen. Also weiß, was da rauskommt im schlimmsten Fall, ne? Eine Truhe. Eine vorzeitliche Truhe. Mit einer Rüstung, die ich mir eben anschauen möchte. Das war eine Maeve-Rüstung, ne? Ja. Maeve. Nee. Einfach nee. Schützt zwar gut gegen Eis, aber sonst kann die nichts. Okay, da sind Gegner, aber hier ist immer noch ein orkischer Flammenstock. Neue Waffe. Alles klar. Vor eurer Gruppe steht ein Portal zu der Welt der Orks. Er ist äußerst instabil und erlaubt den Durchgang nur in eine Richtung. Deswegen kann es von Überlebenden nicht genutzt werden, um aus Atara zu fliehen.
Trotz stärkster Bemühungen gelingt es Eric nicht, das Portal zu schließen. Es muss ja irgendwann mal stabil gewesen sein, oder? Irgendwann muss ja Slev da durchgegangen sein. Also ich gehe mal davon aus, dass Slev einmal durchgegangen ist, um da seinen Propheten abzuhalten und dann die Leute hier rauszuführen. Und dass es über die Jahre stabil geworden ist und hat es tatsächlich geschafft, mit der Welt zu kommunizieren, ohne selber reinzugehen. Ja, keine Ahnung. Das scheint mir immer so relevant zu sein, dieses Portal, als ob wir das jetzt einfach nicht zurücklassen sollten. Oder vielleicht später nochmal herkommen? Na egal. Ach, nicht Portale. Und zwar kleine Portale. I don't like them. Das wird wieder hart. May the light guide your path. Okay, wieder drei Tore. Meine Begeisterung steigt ins Unermessliche. Wir machen erstmal das links unten auf jeden Fall. Dann gehen wir nach oben und dann nach rechts. Ich hasse Portale. Habe ich das schon mal erwähnt? Habe ich das vielleicht schon mal erwähnt, dass ich die nicht so gerne mag? So, du verwechselst bitte alle im Nahkampf. Du auch. Du bist auch ein bisschen näher ran. Du auch, Eric. Manimate-Tee. So, Manimate-Tee macht ein bisschen Erdzauber. Madame aktiviert ihre Feuerpfeile. Aufs Portal. Manimate greift bitte auch das Portal an. Brauchst du raus, Zwerg? Hol das Portal von der Seite. Mit seinem Riesenhammer. Mit seinem völlig lächerlichen Riesenbelagerungshammer. Ja, das Portal ist weg, okay. Oh, die greifen aber sehr früh an von der Seite jetzt. Das überrascht mich ein bisschen. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Feuerruhen rausholen. Und fallen. So, dann renn schon mal hier hoch. Oh shit, das wird schwieriger. Das wird natürlich jetzt schwieriger. Buff für alle. Mach die schneller platt. Wir brauchen ein End. Wir brauchen ein End. Nein, du sollst jetzt nicht dahin laufen. Wir brauchen aber ein End. So. Du fängst den da ab. Wir müssen irgendwie das Portal angreifen. Wir können das nicht in Ruhe lassen in der Zeit. Das geht einfach nicht. Vielleicht zumindest ein paar Fallen davor legen. So. Ready to serve, my lord. So. Renn da bitte jetzt hin, so gut es geht. Du musst ausweichen. Nein, es wird zu lange gezogen. Gut, dass ich teleportieren kann. Deswegen würde ich diese Fähigkeit nie rausnehmen wollen. Ne? Beende den mal bitte, während du wieder kämpfst. Du machst einen Eiszauber, um deinem End zu helfen. So, sie kann nur jetzt machen. Jetzt kann sie was machen. Raus teleportieren bitte sofort. So, er hier kann sie ein bisschen im Schach halten. Du, Madame, greifst bitte wieder das Tor an. So gut wie irgendwie möglich. Ich versuche auch Heilung zu dir zu kriegen. So, Heilung kommt. Der Enzo ist mal allein aufhalten. Zwerg kommt bitte auch in die Heilungsreichweite. Legt aber noch ein paar Feuerrunen hier aus. So, Zwerg ist einigermaßen geheilt. Hau mal einen Feuerball da rein. Reicht bitte auf, dass. Oh, unser Tank ist fast tot. Selbstheilung sofort. Sehr gut. Ja, weiter Schaden machen. Ja, Zauberei klatschen ruhig mal. Ah, das sind zu viele. Das werden immer mehr, ey. Dieser Ort hier spuckt so viele Gegner aus. Und voll schickt er sie konstant zu mir, ohne aufhalten. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich brauche einen Heilzauber, dann habe ich noch lange nicht wieder. Nee, das dauert noch ewig, das wird nichts. Ah, ich hasse Portal-Level, ganz ehrlich. Es ist immer wieder so, dass ich die Dinge einfach nur hasse. Weil es einfach zu viele Gegner sind. Es sind einfach zu viele manchmal. Und sie spawnen halt ständig nach. Yes.
At your service. Die Sterne habe ich auch verloren. Yes, moving. Yes, moving. Moving into position. Könnt ihr beiden bitte bei allen Göttern jetzt wegbleiben da. Erdzauber hier vor. Ne. Ich brauch den Heilzauber. Ah, ich hab ihn. Okay, ich hab ihn in meinen. Unleash hell. For honor and glory. Wenn wir dieses Portal down kriegen würden, das wäre schon so viel wert, aber wir kriegen es einfach nicht down. Alter, das sind so viele Gegner da auf einem Haufen, das ist einfach nicht mehr normal. Yes, my lord. Nein, Sir, bleib doch bitte in dem Kreis drin. Oh Mann. So, können wir bitte irgendwie wieder das Portal angreifen, bevor noch mehr Gegner rauskommen? Das wäre super. Könnt ihr beide bitte mal im Heilungsbereich bleiben? Boah, hab ich wahnsinnig geil. Ja, wir haben das Portal zerstört, immer noch nicht. Heilzauber schon wieder vorbei, das ist schlecht. Das ist alles ziemlich schlecht. Yes. Your wish is my command. Maninata. Das Portal ist weg. Jetzt haben wir immer noch ein Portal rechts, was die ganze Zeit Gegner ausspuckt. Und ein Riesenlauf geht nach vor uns, die wir dann irgendwie besiegen müssen. Wie auch immer. Nein! Oh Gott, zieh dich zurück. Ich zieh dich bitte irgendwie zurück. Oh, und sie hat nicht genug Mana für ihren Sprung. Oh, shit. Hat sie eigentlich schon, aber sie ist mal noch verwirrt. Jetzt kann sie. Er springt. Nein, sie ist tot. Ich würde selbst Zeitstopp können wir sie nicht retten. Ja, das schaffen wir nicht, oder? Es ist immer noch ein Portal da, was die ganze Gegner ausspuckt und wir verlieren immer mehr Leute. Wir müssen ein bisschen Zeit gewinnen jetzt. Die Fallen vielleicht ein bisschen nutzen. Ich muss mich irgendwo in Ruhe heilen können. Oh Gott. Ich wusste, dass Portale mir immer zum Verhängnis werden würden. Ich hasse Portale. So. Bitte alle hier erstmal heilen. Ich klicke jetzt ganz oft, damit sie nicht rauslaufen, automatisch. Ich weiß halt nicht, ob das möglich ist, dass ich die aushalte, wenn das hier jetzt neue Gegner umspawnen. Aber ich hoffe, dass ich die Anzahl der Gegner auf den Punkt verringern kann, wie ich dagegen klarkomme. Das wäre sehr schön. Das Ding ist wieder vorbei, du kannst dich aber selbst heilen. Komm. Ja komm, heil dich selber, geh wieder rein in den Kampf. Aber ich will enden, das ist auch gut. Das ist ein bisschen Entlastung fürs Team, ja. Alter, wie der Zwerg gerade weggeschmolzen ist, willst du mich verarschen? Ja, das war's. Das schaffe ich nicht. Unmöglich. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass ich das Tor oben rechts erstes besiegen muss. Und genau deswegen mag ich die Portalschlachten nicht, weil jetzt fangen schon an, sich wie Puzzle anzufühlen. Ich muss halt erst das Portal zerstören, was diese Gegner rausspaltet, die mich angreifen. Weil ich sonst überrannt wäre an anderen Toren. Ich weiß nicht, ob es wieder dasselbe ist, aber ich gehe mal davon aus. Und laufe einfach direkt dahin. Wenn es das nicht ist, habe ich Pech gehabt. Ich glaube, das ist oben links, ne? Na egal, mal sehen. Ja, das ist das Tor oben links gewesen, Mist. Ich hab schon mal gerichtet. Junge, du sollst den angreifen, rechts von dir. Zwerg. Ja, geht doch. Okay, End. Ausweichen. Ich muss schon ein bisschen heilen. Definitiv. Yes. Money Marte.
So, weiterziehen. Wir müssen schnell handeln, das ist mal so ärgerlich hier. Rüstungsbuff für alle. Rüstungsbuff. Blendung. Du solltest Tor angreifen, Madame. Das habe ich dir gerade genau gesagt. Bitte befolgt meine Befehle. Das ist essentiell. Okay, diesmal läuft es viel besser aus. Ja. Das erste Tor sehr schnell besiegt. Wir schaffen dieses Tor mittlerweile auch ganz gut. Erstmal ein Heilzauber da rein. Das Tor ist weg, sehr gut. Noch ein Tor. Also die starken Gegner da unten, aber das Problem ist, letztes Mal haben wir das starke Tor zuerst angegriffen. Das hat dann zu lange gedauert. Und dabei haben dieses halt dieses Push-Tor angegriffen. Bis das leichte Tor, was wir gerade besiegt haben, als allererstes, auch genug Druck macht zu pushen. Das wird das trotzdem mega schwer. Aber definitiv machbarer als gerade eben war, denke ich. So, mach mal eine Feuerruhe hinter uns, weil da noch einer tatsächlich rennt. Kein Bock, dass der mich nicht einholt. Du greifst bitte erstmal die Gegner an, weil dieses Portal spawnt nicht so schnell Gegner. Es wäre besser, wenn wir die Gegner früh töten erstmal. Ich glaube, mein Magier wurde gerade rangezogen. Das ist schon mal sehr ärgerlich. Flammenballzauber. Du sprintst mal richtig schön rein in die Gruppe hier. Mein Magier ist echt tot, mein Heiler. Das versaut mir jetzt meine ganze Tour. So, ich hoffe, er hat ganz knapp überlebt. Ich hoffe, er lebt das jetzt, bis er wieder heilen kann. Ich hab da schnell ein End rausgeholt. So, fang du mal jetzt an, das Tor anzugreifen. Du hast keinen Mana mehr. Du kannst zumindest dich selbst heilen, aber spare das mal lieber auf. Der Oma hat überlebt, das ist nicht gut. Kill den mal eben da oben über uns. Hab ich den Rücken geschossen bekommen die ganze Zeit. Und deswegen sind mir die Regenerationsfähigkeiten so wichtig, dass die alle so ein bisschen sich selbst heilen können die ganze Zeit. Guck mal, wie viele Heilungen der Heiler mittlerweile zusammengesammelt hat. Obwohl er keinen Heilzauber benutzt hat. Jetzt können wir mal einen Heilzauber benutzen. So. Ich würde sagen, das haben wir geschafft. Das ist nur eine Frage der Zeit jetzt. Ich weiß, Erdzauber sind nicht so gut wie Eiszauber hier, aber ich habe leider gerade nichts anderes im Kopf gehabt. Ich werde wieder Eiszauber noch machen. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Oh, Portalschlachten sind echt das Übelste, ganz ehrlich. Aber halt wegen der Tatsache, dass es manchmal so eine Puzzle-Reihenfolge ist, weil ich musste genau diese Reihenfolge machen. Die Reihenfolge vorher einfach nicht funktioniert. Besser was trinken. Okay, damit haben wir alle Kämpfe hier auf der Ebene geschafft, richtig? Ne, das wollte ich nicht aufmachen, danke. Der Boss auf der Ebene war ja schon der Ork-Boss wahrscheinlich. Aber noch zwei Nebenquests. Das eine wird die Schmiede sein, aber das andere ist entweder die Schlange. Dass man damit noch irgendwas machen muss, vielleicht später. Oder es könnte halt auch sein, dass es mit diesem Tor noch zu tun hat, ne? Erstmal spare ich, dass wir diesen Kampf geschafft haben, bevor man irgendwie abstürzt oder so. Weil der wäre echt tough. Echt tough. Ich bin nicht so begeistert von diesem Hammer, ne? Ich wollte ihn nur austesten und ich bin nicht so begeistert, weil der mir echt einen Tick zu langsam ist. Er schlägt so langsam zu. Ich nehme dir meine Axt wieder rein. Ja, ist zwar cool, der Hammer, aber ich müsste ihn auf Geschwindigkeit auslegen, damit der Hammer nutzbar ist. Und weil er leider ein Runen, also er ist nur mal ein Runentyp, ja, das heißt, er muss auch irgendwie Skillschaden machen, kann ich ihn nur Allround machen. Ich kann ihn nicht jetzt sagen, oh, scheiße, deine Meisterschaft, mach nur noch Geschwindigkeit und Angriffskraft.
Das geht nicht. Also falls ihr mal einen Krieger bekommt, der wirklich nur zum Draufholzen da ist, da könnte der Hammer ziemlich gut sein. Weil ich da auch Geschwindigkeit erhöhen kann, so dass er das ausgleichen kann, wie langsam die Waffe ist. Aber das Pferd kann das nicht ausgleichen, da ist die Axt die bessere Wahl. Definitiv. Zumindest in meiner Meinung. Jo, da geht's tiefer. Eine niedrigere Ebene werden wir erreichen, das ist doch cool. Notizen von Slab 7. Unglaublich, unbegreifliche Ignoranz jenseits jeder Vorstellungskraft. Die grünhäutigen Kreaturen, die Orks, haben sich geweigert, meine Überlegenheit anzuerkennen. Nachdem ich ihnen eine beeindruckende Vorführung meiner magischen Fähigkeiten gegeben hatte, haben sie mich angegriffen. Mich angegriffen. Wären sie nicht zu viele gewesen, hätte ich sie ausgelöscht. Aber ich habe die Effizienz des Portals unterschätzt. Es hat mich in die Mitte einer großen Stadt transportiert. Sie haben mich zum Hunderten umzingelt und ich musste aus ihrer Welt fliehen. So viele von ihnen haben mich verfolgt, dass ich noch nicht einmal dazu kam, das Portal zu schließen. You fucked up, Slav. Du bist ein hochnäsiger Arsch-Type. Die Dorstin muss was gesagt. Hast einfach alles versaut, Junge. Du denkst, du bist der Obergott und versaust es hier. Hast Portal geöffnet, Ochsen in unsere Welt kommt, klasse. Und tust dir, ich hätte sie ja besiegen können, aber nö, ich bin dann geflohen. Ja. Das ist von keiner Bedeutung. Es war nur ein erster Versuch. Ich werde eine bessere Welt finden, eine mit weniger Kreaturen, die nicht so organisiert und nicht so intelligent sind. Ich steige jetzt in die tiefen Ebenen hinab. Als Abschiedsgeschenk für alle Orks, die mir vielleicht gefolgt sind, habe ich eine Barrierenglyphe zurückgelassen. Die können sie niemals überwinden. Nur schade, dass ich ihre Gesichter nicht sehen werde. Den Ausdruck pur und letztens, wenn ihr klar wird, dass nur ich allein das Portal in beide Richtungen. Also er kann das alleine nicht. Dass nur ich allein das Portal in beide Richtungen benutzen kann. Für alle anderen gibt es keinen Ausweg. Sie wurden bis zum Ende ihrer Tage im Tor verrotten. Ist ja kein Wunder, dass die dann mega aggressiv sind, oder? Ich meine, Orks sind sowieso meistens aggressiv und wahrscheinlich waren sie auch da aggressiv. Aber die sind ja definitiv sehr aggressiv uns losgegangen. Aber kein Wunder. Den einzigen Menschen, den sie je gesehen haben, war ein Mensch, der plötzlich in ihrer Stadt abgetaucht ist. Macht demonstriert hat. Wahrscheinlich in der Hinsicht, dass er wahrscheinlich einfach Leute umgebracht hat. Was soll er denn sonst gemacht haben? Und dann Orks ihm hier gefolgt sind und hier festsitzen und nicht mehr nach Hause zurück können. Kein Wunder, dass die mega aggro sind. Eure Gruppe hat die Geschichte von Slav verfolgt. Sie haben wertvolle Einsicht in die Wirkungsweise seiner Magie erhalten. Welcher eurer Champions soll die Bedeutung erhalten? Plus 2 Attributpunkte, krass. Aber weil wir alle hier von seinen Notizen aufgesammelt haben, kriegen wir noch einen Bonus. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. 2 Attributpunkte. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich den Runentypen für immer nutzen würde, was ich nicht weiß und auch nicht glaube, dann würde ich sie ihm geben, weil er die am meisten braucht, weil er so ein Allrounder ist und er braucht mehr Punkte. Aber weil ich glaube, dass ich ihn irgendwann austauschen werde, weil ich hoffe, dass einer von anderen mir besser gefallen könnte, weil ich seine Allrounder-Klasse nicht so gerne mag, gebe ich sie lieber einen der 3 Leute, wo ich momentan nicht sehe, wie ich sie überhaupt ablegen könnte. Weil Erik brauche ich sowieso fürs Heilen, das ist unerlässlich. Und Kane brauche ich als meinen Main-Tank. Maeve, es könnte sein, dass es wieder ein anderer Damage-Dealer kommt. Ich muss aber sagen, dass ich weiß nicht, ob es noch ein Fernkraft-Damage-Dealer dann ist, weil ich mag Fernkraft-Damage-Dealer, das ist immer so ein bisschen sicherer. Also ich würde sagen, Erik braucht es nicht, weil ich finde, dass er seinen Job schon sehr gut macht. Ich könnte Kane halt noch tankiger machen. Oder Maeve mehr Damage geben. Ich glaube, ich gebe Maeve die Punkte. Ich brauche mehr Damage offensichtlich. Eure Gruppe sinniert über die Tragweite der letzten Notiz. Slav hat die Ebene verlassen und sie damit den Orks überlassen. Er ist zur nächst tieferen Ebene abgestiegen und um gefügigere Völker zu finden und zu unterwerfen. Ja, also das erklärt natürlich jetzt wahrscheinlich, warum es so viele Rassen in diesem Turm wahrscheinlich nachher geben wird, wa? Für gegnerische, weil er die alle hier rein teleportiert hat aus irgendwelchen anderen Welten, der Troll. Immerhin wissen wir jetzt sicher, dass die Portale nur in eine Richtung funktionieren. Das ist äußerst beunruhigend. Wenn er Portal in andere Welten zur Verfügung hat, welche Art Kreaturen erwartet uns dann noch? Nicht so negativ, Jungchen. Klar haben wir hier Grünhäute getroffen, die uns mit Haut und Haaren auffressen wollten. Aber wer sagt denn, dass wir nicht als nächstes blauhäutige Kreaturen treffen, die uns Bier und Kuchen anbieten? Das glaubst du doch selber nicht. Das wäre doch mal eine Abwechslung, ja. I don't think so. Ja, Mädchen. Ich schätze allerdings, die Chancen stehen nicht gut.
Sag aber nicht dem Elf, dass ich das gesagt habe. Yay. Kann ich die Punkte jetzt verteilen? Muss ja, oder? Ja, schön. Sehr schön. Dann können wir nämlich gleich ihr, jetzt wo ich diese Punkte durch irgendwas fürs anderes brauche, sie direkt auf Macht und Geschwindigkeit donnern, um einfach ihr DPS zu verbessern. Perfekt. Queen Maeve. So, jetzt können wir die nächste Ebene theoretisch derzeit beruhigen. Ich würde sagen, das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Tower of Time.